Ja, dann trinken wir kurz aus dem Wasserfass. Und weiter geht's. Ich glaube, wir hauen jetzt gleich tatsächlich von der Insel hier ab. Nur kurz vorher werde ich noch mir die Lianen suchen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Lianen hier sind oder nicht. Es hieß ja irgendwas von wegen östlich und überhaupt. Aber scheint auch nicht wirklich hier zu sein. Keine Ahnung. Nö. Dann weiß ich nicht. Oder sollen das hier die Lianen darstellen? Glaube ich auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sorry, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Zurück zum Schiff und weg hier. Wir werden hier schon noch irgendwas zu tun bekommen. Wow. Wow, 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 wow. Also irgendwas stimmt heute echt in meinem PC nicht. Komm schon. Beherrsch dich. Komm. Fang dich wieder. Dankeschön. Okay. Wo ist denn unser... Wir müssten eigentlich irgendwo noch Adas hoch was. So, so. Das ist also dein Leben, ja? Du redest von der Seefahrt? Nicht nur. Auch deinen Kampf gegen das Böse und so. Tja, ich habe wohl keine andere Wahl. Nur gut, dass du solch gute Waffengefährten hast. Warten wir ab, was Sebastiano dazu sagt, dass du jetzt hier bist. Tja, ich denke, dass wir bald wieder etwas von ihm hören werden. Ich habe gar kein Interesse an Sebastiano. In See stechen und weg hier. Auf, zurück nach Taranis. Kann ich das bitte... Ja, ich möchte wirklich die Zwischensequenz beenden. Oh, shit. Oh, ne, das ist richtig. Quest abgebrochen für Urigos Leiche. Okay. Verfolge das Seemonster und verwunde es mit deinen Breitseiten deiner Bordkanonen. Halte Abstand zu ihm, pass auf die Felsen auf. Wirklich? Habe ich nicht gerade aufgehört mit Black Flag? Ja. Nee. Wir können auch rückwärts segeln. Ah, das ist das Geilste. Ich liebe es, rückwärts zu segeln. Und rückwärts segeln ist ja mal so dermaßen... Eieiei. Also Black Flag hat irgendwie die schöneren Animationen. Wie kann ich ihn denn... Oh. Achso. Und jetzt? Ist er da hinten aufgetaucht? Oh Scheiße. Hä? Wo ist er hin? Der gerade genau unter mir. Nee. Da hinten. Also irgendwie. Mache ich ihm kaum Schaden. Ja, ich mach dem doch kaum Schaden, so dauert es doch noch ewig.
habe das Gefühl, der kommt auch immer vor mir. Wenn du sagst, da ist es, dann ist es schon weg, mein Lieber. Bei uns. Gar nicht mal so praktisch. Der kommt immer direkt vor mir. Pass auf, der kommt jetzt in einer Linie gerade vor mir. Ja, da ist er schon. Ist doch... Hä? Das ist ja derbe nervig. Jetzt wünsche ich mir gerade Black Flag zurück. Was? Ach, und E... Okay, anscheinend schieße ich mit E irgendwas. Okay, wir versuchen das jetzt mal mit Moment mal. Warum denn jetzt die Seite? Willst du mich verarschen? Verstehe ich jetzt nicht. Okay. Aber okay, jetzt kann er nur noch rechts schießen, oder was? Okay, jetzt schießt er nur noch rechts. Keine Ahnung. Ich verstehe dieses Segelspiel hier gerade nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich schieße aber weiter mit den Kanonen hier. Das bringt ansonsten gar nichts. Reicht das jetzt? Also, dass die Steuerung nicht erklärt wurde, war ziemlich dämlich. Also... Ja, mach's einfach weg. Verdammt, war das ein großer Brocken, was? Seeungeheuer? Hier in der Südsee? In der Tat ist das ungewöhnlich. Sonst sind sie viel weiter im Süden anzutreffen. Ich möchte wetten, sie werden von jemandem dazu getrieben, hier zu wildern. Vom Geisterkapitän Crow? Kann gut sein. Wir sind gut beraten, wenn wir die See im Auge behalten. Das war sicher nicht das letzte Ungeheuer, das uns auflauern wird. Ich hatte befürchtet. So, jetzt gehören also auch Gnome zu unserer Crew, ja? Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnome-Ragout à la Bones. Okay. So, wir sind auf Taranis. Was wirst du jetzt tun? Der Magier Erasmus schickte mich nach Takarigua, um ihm den Monolithenstein von dort zu besorgen. Er braucht das Ding für sein Experiment. Er nennt es Reaktor. Wenn ich bei Erasmus aufkreuze, muss ich mich wieder für jeden Mist rechtfertigen. Komm, gib mir den Stein. Ich mach das für dich. Ehrlich? Danke, Mann. Dafür hast du einen Gut bei mir. Hier hast du den Stein. Bring ihn zu Erasmus. Er wird sich darüber freuen. Okay. Danke. Dann können wir das Ganze nämlich ein wenig beschleunigen. Da bringen wir eben kurz den Stein. Wir machen mal kurz einen Quicksave. Also ich weiß jetzt tatsächlich absolut nicht, was dieses komische, beschissene Seeungeheuer-Spiel sein sollte. Es war meines Erachtens nach absolut nicht notwendig. Benimm dich hier. Sorry. Hartwig. Ich suche immer noch nach Leuten, aber irgendwie scheinen die gar nicht hier zu sein. Ja. Anscheinend sind die gar nicht hier.
Komisch, da wurden mir Sachen geschrieben, die irgendwie anscheinend noch nicht wichtig sind. Okay. Dann, Erasmus, wo bist du? Wo? Wegen der Monolithen nochmal. Okay. Ich habe den Kadetten Horas von Takarigua mitgebracht. Sehr schön. Ich hatte schon Angst, er würde nicht mehr zurückkehren. Und der Stein? Den Monolithenstein haben wir. Sehr gut. Der Stein wird seinen Dienst verrichten, sobald er korrekt in einen Monolithen eingesetzt wurde. Was für eine gute Nachricht. Ich wusste doch, dass der alte Difuego den Stein noch hatte. Wie geht es dem alten Statthalter Difuego? Er ist tot. Oh, das ist ja... Nun, wo waren wir gerade? Ja. Wegen... dem Monolithen. Einen Gnom namens Kasim. Das kleine Kerlchen müsste allerdings schon längst... Ja, Kasim habe ich doch. Du hast einen Gnom mit einer so wichtigen Aufgabe betraut? Warum nicht? Sie arbeiten doch mit uns zusammen. Nochmal langsam. Du hast einem Gnom ein paar funkelnde Steine in die Hand gedrückt? Ja? Und jetzt erwartest du, dass er sie freiwillig wieder irgendwo abliefert? Ja, aber... Mann, Mann. Ich glaube, das überlässt du doch besser jemand anderem. Aber wie? Wie sollen wir Kasim denn wiederfinden? Ich habe es schon. Ich habe Kasims Monolithensteine gefunden. Ha, das heißt, dass er sie tatsächlich noch irgendwo versteckt hatte. Nur gut, dass sie wieder da sind. Jetzt müssen sie nur noch in die Blitzmonolithen eingesetzt werden. Eile ist geboten, junger Mann. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Hallo, ich weiß nicht, wo die beiden Dinger sind. Der meint aber jetzt nicht die drei hier, oder? Ist das dein Monolith? Probieren wir es einfach mal eben aus. Hallo, totes Warzenschwein. Hallo, totes Warzenschwein, was ich aufheben kann. Hallo Lex. Hallo Lex sind vorbei. Also, ich sollte tatsächlich jetzt die letzte Aufnahme machen. Weil ich sollte erst wieder aufnehmen, wenn ich mein PC anscheinend neu gestartet habe, glaube ich. Hab ich zumindest gerade dieses Gefühl. Warum kriege ich eigentlich von Ente Hühnerbollen? Seit wann sind Ente Hühnchen? Also nur mal so gefragt, seit wann zählen Enten zu der Hühnergattung? Ich kann das hier nicht aufheben. Scabbies. Monolithenstein. So, das müsste es gewesen sein. Tatsächlich sind das die Monolithensteine, okay. Zwei große Schläge und die sind tot. Wow. Cool. Okay. Es ist gut so wie. Okay, der ist aktiviert, das heißt, funktioniert. Okay. Zwei große Hiebe reichen mit der Magie. Das ist ganz nett eigentlich. Da unten haben wir Wasserechsen. Wo komme ich denn da hin? Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Ich glaube, das sollte ich jetzt nicht tun. Nee, das wollte ich gerade gar nicht tun. Wo sind denn die nächsten Steine?
Aha, einer ist da ganz hinten. Und einer ist da. Oh, eigentlich könnte ich ja... Ich wollte gerade sagen, dahin schwimmen, aber ich glaube, das ist gar keine so schlaue Idee. Oder? Was ist denn mit der Insel hier? Ist da was? Hallöchen, Mr. Krabs. Okay, wunderbar. Klappt doch alles. Ich wollte an sich aber eigentlich nur... Wow. Zu der anderen Insel. Die ist da hinten. Okay, an sich einfach direkt rüber schwimmen, ne? Ja, hier ist die Höhle, genau. Genau. Okay, versuchen wir es mit Schwimmen. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich werde ziemlich sicher sterben. Eine sehr geile Schwimmanimation möchte ich mal beiflechten. Eine absolut genial geile Schwimmanimation. Ich befürchte, ich werde jetzt sterben. Ziemlich sicher sogar. Ich habe keine Ahnung, was das da für ein Vieh ist, was da auf mich wartet. Eigentlich will ich sowieso rechts rumlaufen, aber... Ich glaube, ich laufe auch rechts rum. Ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Oh, Drachensnapper. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Dammit. Das war doof. Okay. Oh, da ist mein Freund wieder. Ich weiß nicht, wer oder was du bist. Oh! Nicht gut. Okay, ich mach dir gar keinen Schaden. Immun! Man ist ja komplett immun gegen Magie oder immun gegen sämtlichen Schaden. Aua. Okay, immun gegen Magie. Die Frage ist, ob ich das jetzt, was ich hier gerade tue, wirklich machen will. Boah, Alter. Versuch mir den irgendwie vom Hals zu halten. Wozu hat man Schrot oder was? Boah, okay, nice. Heilige Scheiße. Und ich krieg eine Muschel von dem. Geile Sache. Gut, dass ich eine Muschel von dem kriege. Ausrüstung, linke Hand. Mach das weg. Mach die Pistole dahin. Ja. Und schon wieder. Wenn ich Escape drücke, fängt es an zu laggen. Das ist doch komisch. Komisch. Sehr schön. Okay. Oh, da haben wir noch zwei Drachensnapper. Ach du Scheiße. Kann einer mal herkommen? Thank you.
Oh shit, ich hab kaum Leben. Sehr schön. Auch die beiden Drachensnapper wären Geschichte. Dann gucken wir uns doch mal eben die Höhle an, obwohl ich nicht weiß, ob ich da jetzt schon reingehen sollte. Jetzt bringen die Ratten auch wieder normal. Fleisch. Guck uns die Höhle mal eben an. Mein verzaubertes Tuch schützte mich vor all ihren magischen Waffen. Woher hätte ich wissen sollen, dass er mich mit einem einfachen Messer angreift? Ich sollte es hier in der Nähe verstecken. Oho. Jetzt nicht. Anscheinend werde ich angegriffen. Jetzt sind natürlich enge Gänge sehr vom Vorteil für mich. Kam da gerade eine Ratte vom Himmel geflogen? Dankeschön. Nehme ich alles. Ja, scheint irgendwo noch eine Ratte zu sein. Die Ratte meine ich nicht. Ich meine, eine große Ratte. Ich bin doch erst die. Okay, dich hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich meine nicht, dass du jetzt ein großes Problem wärst, aber den Stoß hätte ich mir auch sparen können. Hier habe ich das Tuch. Damit haben wir jetzt ein. Ja, was haben wir denn? Wo waren das nochmal? Gab es nicht irgend so ein. Da, Sammlung. Magie sicher plus 10. Also alles, was ich hier habe, wird automatisch. Das ist ja immer noch, das, wie gesagt, das Prinzip fand ich gut. Das Prinzip fand ich nett und gut. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, ich rede von dem Prinzip aus Risen 2. Mit den Artefakten, mit den Sammelgegenständen, mit den Sondergegenständen. Das fand ich tatsächlich sehr nett und sehr gut. Weil so kann man seine Attribute steigern ohne große Probleme. Also ohne da immer Skillpunkte rein zu verteilen. Ja, das war die Höhle. Keine Ahnung, was jetzt hier oben ist. Ich kann mal eben da hochgehen. Obwohl, ja, machen wir einen Cut.